Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Torna The Golden Country. Im letzten Part gab es mehr Nebenquests, was denn sonst? Und in diesem Part gibt es nicht nur Nebenquests, denn ich bin hier bei den heiligen Stufen kurz vor diesem einen Tor, wo wir ins Innere vom Titanen reinkommen. Das steht sogar schon offen jetzt, okay. Ja genau, macht ja auch Sinn, weil nur so hätte er auch mal das die Transformation machen können. Und da dahinter wartet er irgendwo auf uns. Malos will be waiting inside. Genau. I believe so, but it's got me thinking. What is his aim in doing this? Can it just be carnage for its own sake? Mithra? Maybe you understand this better. As an Aegis. No. I might have the same power, but that's all we have in common. Could it be a reflection of something in the depths of Amalthus's mind, perhaps? I really don't know. Adam. Let's go. We can't afford to give him any more time. I've got a bad feeling. Ja, wir werden ihm aber noch sehr viel mehr Zeit geben. Denn ich gehe noch nicht rein. Die Aegis. Also komm. Wir machen jetzt erst noch. Wer hätte es gedacht? Mehr Nebenquests. Ja komm, wenn ich schon hier bin. Wenn ich so andacht. You're mine now. Ich weiß nicht mal, ich schieb das immer auf, hier den ganzen Truhen nachzuholen, weil das halt Ewigkeiten dauern wird. Ich irgendwie keine Lust dazu habe. das nicht. Aber das sind sogar die Nebenquests spannender. Deswegen, ich mache erstmal Nebenquests weiter. Und zwar gehe ich erstmal zu Milton und mache hier weiter, denn wir haben mittlerweile die Materialien gesammelt. Gut, dann hätten wir soweit alles. Sollen wir sofort anfangen? Oh ja! Ich werde noch wahnsinnig! Andauernd steche ich mir in die Finger. Wer hatte nur diese bescheuerte Idee mit diesem blöden Emblem? Sieh dir doch mal nur an, wie mies das aussieht. Du hast also zwei linke Hände. Na und? Wieso probierst du nicht was Einfacheres? Du verstehst das nicht. Das würde auch nichts ändern. Es spielt keine Rolle, wie schwierig die Aufgabe ist. Ich muss es einfach hinkriegen. Wenn nicht jetzt, dann nie. Jetzt sei mal nicht so dramatisch. Du verstehst es einfach nicht. Spar dir dein Gut, Ding will Weile haben. Wer weiß schon, wie lange das dauert. Ich muss sofort perfekt sein. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ach komm schon, Milton. Was hältst du davon, wenn ich zuerst ein Muster für dich anfertige? Ich besticke einfach einen meiner Talismane mit dem Torna-Emblem. Das kannst du dann als Vorlage verwenden. Das könnte sogar funktionieren. Du bist echt die Beste, Hayes. Ach, ich helfe doch gern. Okay. Jetzt muss das Hayes erst herstellen. Okay. Aber ja, das mache ich gleich erst. Wir können auch noch ganz kurz hier bleiben. Denn für die eine Quest von Cherry, hieß er, glaube ich, sollen wir noch mit Leuten reden und uns umhören nach irgendeinem Phantom oder so, der hier Leute umbringt. Glaube ich. Bitte was? Blutige Hummer? Genau. Noch nie gegessen. Wahrscheinlich irgendeine Spezialität aus Torna. Macht sich bestimmt gut als Suppe. Wie jetzt? Nicht zu essen also? Auch wenn ich ihr wäre, würde ich einen Experten zu Rate ziehen. Jemanden, der sich mit der Unterwelt auskennt. Okay. Genau, das ist die Verbrecherbande oder so, die da anführt. Das ist Phantom da oder so. Achso, fuck, das ist wieder im Gasthaus wahrscheinlich, oder? Oder? Ne, unten ist kein Pfeil. Oben sind ein paar. Oben ist ein Pfeil. Da oben? Ah, tatsächlich auf dem Turm oben drauf. Okay, ja, schau ich gleich. Aber hier. Ach, war ja. Kennst du dich mit der Unterwelt aus? Nunu, blutige Hummer? Lecker Schmecker Hummer für Deku Deku? Aber Blut bitte vor Anbraten in Butter abwischen, ja? Nu? Kein Happy Happy für Deku Deku? Dann Freunde, bitte wieder weggehen. Ja. So, kennt ihr euch, ihr Musikanten, mit der Unterwelt aus? Die blutigen, wie ist sie noch gleich? Ach, ihr meint diese neue Schauspieltruppe, richtig? Von denen hört man nur Gutes. Das sind echte Künstler. Ihr seid also auf der Suche nach diesen mutigen Brummern. Nun, dabei werde ich euch mit Freude helfen. Sobald ich etwas über die hurtigen Hummer erfahre, werde ich es euch erzählen. Ha, klein, bis ins Detail. Ja, danke. Halt's Maul. So, Asan, Unterwelt. Ihr sucht also nach dem lautlosen Phantom, ja? Verstehe. Tut mir leid, das seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun, auf meinen Freund aufzupassen. Da bleibt mir kaum Zeit für was anderes. Aber ich kann euch gleich sagen, unter dem normalen Volk braucht ihr euch nach dem gar nicht erst umzuhören. Okay, aber das war zumindest ein bisschen eine hilfreiche Info. Ja. Hier oben könnte aber die richtige Person sein, weil das am schwierigsten ist, hier hinzukommen. Ach, das ist ja gar nicht hier direkt. Ja. Hier oben steht jemand rum, oder wie?
der Richtung. Okay, das sind zumindest Leute, aber keine, mit denen ich sprechen kann, so richtig. Ne, da komme ich aber nicht hoch. Aber es ist immer noch über mir. Doch, das ist da ganz oben. Kommt man da irgendwie hin? Das habe ich noch nie rausgefunden. Komm, Adam. Mann, du Trottel. hier komme ich hoch. Ist hier eine Leiter oder so? Ah, hier ist sogar ein Brett. Ja, okay, hier ist auf jeden Fall richtig. Da ist eine Leiter. Nein, nein, nein. Ja, komme ich da noch zurück? Ich glaube schon. Aber hier war ich tatsächlich noch nie. Hier könnte sogar noch ein grünes Fass oder sowas sein. Das wundert mich sogar, weil ich habe mich eigentlich schon auf den Dächern ziemlich gut umgesehen, finde ich, damals, wo wir hier zum ersten Mal in Uresco waren. Aber anscheinend nicht gründlich genug. Aber es gibt ja auch hier wirklich auf den Dächern einiges zu entdecken. Und es ist gar nicht so einfach, hier wirklich alles zu sehen. Okay, aber ne, grüne Fässer sind sogar keine mehr hier. Das wundert mich sogar fast. Eckspion. Aha, aus Sia. Okay, das sieht doch gut aus. Warte ganz kurz. Ich meine, ich habe ja eh schon genügend grüne Fässer. Ich weiß, aber trotzdem. Okay. So, jetzt hochklettern. Oh. Ah, my favorite part. My favorite part. Das ist immer noch so cool. Okay. So, McNeff. Hi. Wer bist du denn? Ihr wollt also was über die blutigen Hummer wissen, ja? Klar kenne ich die. Sind Söldner aus Sia. Ein Haufen durchgedrehter Kerle, wenn man mich fragt. Auftragsmorde, verdeckte Operationen, also ein Zeug machen die. Haben jede Menge Dreck am Stecken, sage ich euch. Aber ihr seid nicht auf dem Laufenden. Das lautlose Phantom hat die Hummer vor 2 Jahren verlassen. Hat die Hummer ziemlich verärgert, die Aktion. Haben einige Leute abgemurkst, auch die Freundin des Phantoms. Deshalb ist es abgetaucht und hat sich als Handwerker niedergelassen. Jupp. Der gute alte Chio, wer hätt's gedacht? What? Da habt ihr eure Informationen. Aber nur, weil ihr mir so nett geholfen habt, kann ich euch ja jetzt nicht hängen lassen. Ein guter Rat noch. Passt auf, mit wem ihr euch einlasst. Sind schließlich nicht alle so nett wie ich. Hm. Bist du wirklich so nett? Weiß er nicht. Jetzt habe ich übrigens... Oder? Weil die ist doch jetzt bestimmt auch im Harmoniediagramm, die Person. Nee, ist sie nicht. Ja, die hat doch sogar ein Smiley-Symbol. Oder habe ich mit McNeth schon mal davor gesprochen? Na, eigentlich nicht. Ich habe jetzt McNeth gerade erst gefunden. Hä, warum ist... Hä, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber ich schätze mal, dass McNeth die letzte Person ist, die mir noch fehlt. Für Chins Harmonieerfolg. Naja. Da wäre sogar Chio. Aber ich spreche jetzt erstmal mit Cherry und erzähle ihm das erstmal. Er hat das ja auch gesagt, dass wir ihm nur berichten sollen, wer es ist. Und er regelt das dann selber, die Angelegenheit. Okay. Tag, Leute. Und habt ihr schon eine heiße Spur? Das schon, aber ich fürchte, es handelt sich bei der ganzen Sache um ein großes Missverständnis. Ein Missverständnis? Sekunde mal, kennt ihr den Kerl etwa? Ich will jetzt sofort wissen, wer hinter dem feigen Mord steckt. Spuck's aus sonst. Beruhige dich. Dein lautloses Phantom heißt Chio. Chio, der Handwerker. Du kennst ihn auch, nicht wahr? Was? Was sagst du da? Aber er war es nicht, der deine Schwester getötet hat. Ganz im Gegenteil, er... Verflucht noch eins. Warte! Danke, Mithra. Ich wollte nur verhindern, dass Chin dir zur Seite springt und kurzen Prozess mit dem Typen macht. Wenn einer von uns beiden sich nicht unter Kontrolle hat, dann bin das ja wohl nicht ich. Chin, ich glaube nicht, dass sie das Böse gemeint hat. Du hast recht. Bitte entschuldige. Ist sehr schön. Wenn wir uns jetzt wieder alle lieb haben, sollten wir uns wohl schleunigst zu Chio aufmachen. Okay. Ja, machen wir das. Genau, weil nur weil er eine dunkle Vergangenheit hat, heißt es ja nicht, dass er jetzt auch dafür verantwortlich ist. Aber ob Cherry da zuhören wird... Stehst vor mir und hast nicht mal ein kleines Schweißpärchen auf der Stirn. Welch ruchloser Killer du doch bist. Wenn du das sagst, lange schon habe ich auf diesen einen Tag gewartet. Ich werde nicht mehr mit meinem Schicksal hadern. Sag schon, dass du es warst. Ich will aus deinem eigenen Mund hören, dass du sie umgebracht hast. Ihr Blut klebt an meinen Händen, das ist wahr. Hätte ich doch nur anders gehandelt, dann würde sie noch leben. Wie konnte ich nur annehmen, dass es für uns eine gemeinsame Zukunft gäbe? Wie konnte ich damals so naiv sein?
Sie hat oft davon gesprochen, jemanden dabei unterstützen zu wollen, ein besserer Mensch zu werden. Das alles ist nun Vergangenheit. Nun mach endlich, ich verdiene es zu sterben. Alle, die damit zu tun hatten, sind bereits tot. Nur ich bin noch übrig. Töte mich, räche deine Schwester. Und vielleicht wird mein Versuch der Buße den Architekten milde stimmen. Zeit zu sterben. Halt! Wem wirst du helfen? Ich könnte Cherry dabei helfen, Chio umzubringen. Ich habe mir sogar schon geschrieben, dass es besser ist, wenn ich Chio auswähle, wenn ich mal die Wahl habe. Und ja, ja, würde ich auch machen. Ich meine, das war nicht toll, was Chio da gemacht hat. Aber ihn jetzt umzubringen, ist auch nicht besser. Das ist genauso schlimm oder schlimmer wie das, was er gemacht hat. So, man kann ihn ja ins Gefängnis sperren. Oder so. Aber gleich umbringen durch Cherry einfach? Nein. Wir müssen Cherry aufhalten. Denk nicht mal dran, mir in die Quere zu kommen. Ich habe schon viel zu lange auf diesen Moment gewartet. Müssen wir jetzt echt kämpfen gegen ihn? Okay. Empörter Cherry! So, ja, da kann er gar nichts. Umwerfen bitte, Hugo. Danke. Zack, und... Rums! Sehr gut. Ja, machen wir irgendwas, also ist egal. Ich muss sogar schon wieder umwerfen, okay. So. Ich mach mal Stufe 3. Stufe 2 mal nicht. So, und man kann lauer nochmal Feuer machen, ist egal. Hält sogar ein bisschen was aus. Mehr als ich dachte, muss ich sagen. Aber kommt trotzdem nichts. Ich kann sogar eine Chain-Up machen. Obwohl es vielleicht ein Overkill wäre. So, zack. Dann Wasser gleich hier. So. Jetzt ist auch ein Rage-Move, okay. Ja, ja, ja. Manchmal sogar einfach Chain-Up-Deck. Ich mach einfach. Komm, ich gebe dir auch mehr EP, mehr Boni und sowas. Ja, ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ich habe Wasser drauf. Das ist gut. Ja, Minus passt. Ich schaffe keinen vollen Element hoch, aber das reicht trotzdem locker. Oder? Doch. Oder? Werden wir gleich sehen. Ich hoffe. Ja, doch. Doch, doch, doch. Absolut locker reicht das. So, nochmal Feuer. Okay. Dann nochmal Minus. Und gleich das nächste zerstören. Gut. Du kannst gar nicht effektiv angreifen, okay? Dann wurscht, Shin. Alter, wie viel Schaden Shin macht? What the fuck, Mann? Warum ist er so viel stärker als die anderen? Naja. So, ich schaff sogar zwei in einer Runde zu zerstören. Bam. Ja, ist wurscht. Der ist eh schon tot. Ich skip mal sogar nach vorne. Moment. Bam. So. Sehr gut. I will grow stronger still. Und sagen noch alle Sachen. Schluss jetzt. Ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich habe es verdient, durch die Hand dieses Mannes zu sterben. Das ist das Dämlichste, das ich jemals gehört habe. Nein, nur mein Tod ist die einzige angemessene Buße für meine Sünden. Buße, sagt er. Glaubst du etwa, es reicht aus, dass du den Leuten neuerdings unbezahlt deine Hilfe anbietest? Davon gehe ich nicht aus, nein. Aber sterben wäscht dich von all deiner Schuld rein, ja? Denkst du, das hätte meine Schwester gewollt? Du willst nicht sterben, um Buße zu tun. Du willst sterben, weil du nicht länger mit der Schuld leben kannst. Es ist mir völlig gleich, ob du lebst oder stirbst. Aber ich will nicht entgegen des Wunsches meiner Schwester handeln. Wenn du dich genug in Selbstmitleid gesuhlt hast, komm vorbei und wir werden uns eine Strategie überlegen. Eine Strategie, um was genau zu tun? Na, um die blutigen Hummer ein für alle Mal auszumerzen, du und ich. Wir zwei nehmen die Sache in die Hand. Allein habe ich wohl keine Chance, aber wenn du mir dabei unter die Arme greifst, könnte das was werden. Du bist doch nicht ganz dicht. Moment mal, du meinst das ernst? Huch, was macht ihr denn hier? Ist Klopperei vorbei? Morumbo hat Sorgen gemacht, ist deshalb Flinkeflitz hier, um nachzusehen. Also Statusbericht. Das alles zu erklären, würde jetzt ziemlich lange dauern. Ich möchte mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Doch wie es mir scheint, ist nun alles wieder in Ordnung. Sie wollen mit der Vergangenheit abschließen. Hm? Am Ende sind wir wohl alle Opfer unseres Schicksals. Sag mal, Minith. Diese düstere Sichtweise hat nicht rein zufällig was mit deiner Verwandlung in einen Menschenfresser zu tun. Aber Jim, so direkt habe ich dich selten erlebt. Möchtest du vielleicht auch mal ausprobieren, wie sich das anfühlt? Ja, lustig, dass du das erwähnst. Ich bin einfach nur neugierig, nichts weiter.
Lass gut sein, Jim. Du möchtest sicher nicht als widerliche Abscheulichkeit enden, so wie ich. Eine Abscheulichkeit also. Es ist das, als was du dich siehst. Nun, das mag vielleicht deine Ansicht sein. Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht betroffen ist. Was genau willst du damit sagen? Wenn du dich selbst als Abscheulichkeit betrachtest, werden es dir andere gleich tun. Sieh es doch mal positiv. Mein Prinz, der ewige Optimist. Du musst nur ganz fest an etwas glauben, dann werden sich die Dinge auch zum Guten wenden. Beim Architekten. Ihr alle werdet mich eines Tages noch in den Wahnsinn treiben. Okay, wir haben beide bekommen. Ihr dürft mir gerne schreiben, was passiert wäre, wenn ich Cherry gewählt hätte. Weil ich meine... Es müsste ja trotzdem so sein, dass ich beide hier im Harmoniediagramm bekommen hätte, oder? Weil es kann ja nicht sein, dass man die beiden dann nicht bekommt, dass dann Chio stirbt und dass dann Chio wegfällt für immer und dass man dann niemals die maximale Harmonie erreichen kann und dass man die 100% sich dann verbaut hat. Das wäre ja richtiger Bullshit. Also würde mich interessieren, wie das dann ansonsten gelöst wurde. Weil es macht ja anscheinend schon einen Unterschied, was man wählt. So. Also dürfen wir gerne schreiben, wie gesagt. Okay, gut. Aber dann stelle ich mal kurz das Amulett mit Haze her. Das geht auch wieder. Es geht locker, würde ich schon sagen, weil vom Goldschabkokon, das ist ja ein besonderes Item. Das gibt es ja nur einmal. Oder dreimal gab es es ja. Aber ich habe ja eins bekommen. Nur, ja, passt auf jeden Fall. Und wir können sogar wieder plaudern. Yay. So, die Zeit ist nun endlich gekommen. In der Tat. Hugo, es tut mir sehr leid, dich in all dies mit hineingezogen zu haben. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Die Aegis muss aufgehalten werden. Und ich hatte nicht vor, mich vor dieser Aufgabe zu drücken. Mehr das aufzuhalten ist ein Dienst an Mor'Adane, genauso wie es ein Dienst an Torna ist. Laura, ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Als wir uns damals in Feldle begegnet sind, hättest du dir wohl kaum ausgemalt, dass alles auf das hier hinausläuft. Nein, in der Tat. Aber mach dir darüber keine Gedanken. Ich fühle, dass es auch mein Schicksal ist, ihn zu besiegen. Ich habe in so kurzer Zeit so viele Leute kennengelernt, sie lachen und weinen gesehen. Und ich habe Freunde gefunden, die ich niemals vergessen werde. Es gibt so vieles in der Welt, dass es wert ist, beschützt zu werden. Und genau das werde ich tun. Wohl gesprochen. Das war so rührend. Ich glaube, ich muss... Schnüff! Adam, nicht schon wieder. Ich meine es ernst. Wir werden siegen. Wie könnten wir auch nicht. Ja. Selbstverständlich. Ja, das ist echt interessant. Das wollte ich schon mal vor ein paar Parts irgendwie anmerken. Ich frage mich, wie das Spiel, also wie der DLC hier... enden wird. Weil ich meine, wir wissen ja schon, wie es endet, weil es ein Prolog, oder nicht ein Prolog, weil es ein, eine Vorgeschichte. Was ist das schlaue Wort für Vorgeschichte? irgendwas, ist es Prolog, was ich suche? Nee, ich suche nicht, suche ich Prolog? Egal. Eine Vorgeschichte ist es halt. Deswegen, wir wissen schon, wie es endet, nämlich, dass wir Mattis nicht aufhalten können. Wie wird es dann enden, frage ich mich. Weil das würde dann ein ziemlicher Downer sein, irgendwie das Ende, oder? Aber mal gucken. So, schau mal, reicht dir das als Vorlage? Vielleicht geht ja die Arbeit damit ja etwas leichter von der Hand. Ja, damit könnte es klappen. Ich muss mich einfach nur an deinen Stichen orientieren. Nimm dir alle Zeit der Welt, hörst du? Und achte auf saubere Stiche. Das werde ich, Haze. Dieses Mal klappt es ganz bestimmt. Ich hab's geschafft! Mick! Siehst du, obwohl ich nicht gut darin bin, habe ich es versucht. Und am Ende auch geschafft. Also, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt bist du dran. Versuch doch einfach mal zu lächeln. Du gibst nie auf, was? Tue ich nicht, nein. Mir ist das eben wichtig. Deswegen würde ich es am Ende bereuen, wenn ich nicht sage. Das Leben ist nicht immer einfach. Das weiß ich selbst nur zu gut. Aber manchmal hilft es gerade dann zu lächeln. Es sind oft die negativen Dinge, an die man sich erinnert und die man ein Leben lang mit sich herumschleppt. Aber man muss einen Weg finden, mit ihnen fertig zu werden. Sonst wird die Last, die auf einem ruht, nur größer und größer. Ich will für dich da sein, Mick. Also versuch's zumindest mal. Du kannst es ja ruhig langsam angehen. Was auch immer geschieht, wir lächeln es einfach fort, okay? Und wenn wir auf jemanden treffen, der in Not ist, tja, dann helfen wir ihm einfach. Das machen gute Menschen nun mal. So wie Meister Adam und Laura. Welch wundervoller Plan. Ich werde euch beiden dabei helfen. Um ehrlich zu sein, bin ich eine wahre Expertin darin, ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zu zaubern. Danke, aber momentan ist das nicht nötig. Und uns geht's gerade allen ziemlich gut, denke ich. Oh, ich verstehe. Selbstverständlich. Oh, was ist das? Ich fühle mich plötzlich so seltsam.
Schätze, ein Lächeln könnte da nicht schaden. Wirklich? Och Mann. Schau nur, Mick. Mick würde ein kleines Lächeln sicher auch gut stehen. Was für ein Naseweiß. Aber vielleicht tut uns das gerade ganz gut. Yay. Ja, aber Mick wird noch dann, wenn er älter ist, viel lächeln und blöde Witze machen und so. Also keine Sorge. You didn't have to, but thanks. So, okay. Das wird immer voller. Ich muss auch noch die eine Person mit Smiley ansprechen. Und die blauen Ausrufezeichen werden weniger. Sehr gut. So, kleine Fortschritte. Mhm. Auch das haben wir abgeschlossen. Mhm. Dann weiter geht's mit mehr Nebenquests. Yay! Und zwar hier bei Hassan. Eigentlich soll ich aber, ich soll Litter suchen für irgendeine Quest. Warte mal kurz, ganz mal kurz. Was muss ich da genau machen? Bewohner, die in Oresco bleiben, benötigen einen Schutzbunker, den sie im Ernstfall aufsuchen können. Bitte den Baumeister Weiser um Hilfe. Und, ja, stimmt, ist das nicht seine Tochter, Litter oder so vielleicht? Keine Ahnung. Eine frisch gebackene Meisterin, jetzt wo ihr fragt. Ich habe erst kürzlich eine übertrieben fröhliche Meisterin getroffen, mit einer miesepetrigen Klinge an ihrer Seite. Ja, sie wollten von Tobigoth aus den Nacken des Titanen erklimmen oder sowas in der Richtung. An ihren Namen kann ich mich leider nicht mehr erinnern. War zu beschäftigt mit meinem Mittagessen. Okay. Und ich muss die jetzt suchen und die sind wieder in den Kampf verwickelt und ich muss ihnen helfen eventuell, schätze ich mal. Da sind sie, ganz am Arsch der Welt. Okay. Ja, aber wirklich im allerletzten Eck. Was machst du denn hier? Huhu, Leute, was treibt ihr denn hier? Ihr wollt doch nicht etwa auch den Nacken des Titanen erforschen, oder? Klingt wundervoll, aber eigentlich sind wir nur hier, weil wir etwas mit dir besprechen wollten. Spielen hier keine Reden, Laura. Um die Sache kurz zu machen, wir brauchen deine Hilfe, Litter. Ihr braucht meine Hilfe? Oh, ich weiß, ihr wollt sicher, dass ich für euch an so einem Essenswettkampf mit scharfen Speisen teilnehme. Ehrlich gesagt kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Würde es um einen solchen Wettkampf gehen, hätte Adam schon längst die Beine in die Hand genommen. Ach, schade, worum geht's dann? Ich dachte, ihr wolltet die Sache kurz machen. Wieso unterhalten wir uns dann übers Essen? Gute Frage. Das hat mein Vater gesagt. Ach je, tut mir leid. Bitte verzeiht ihm, er kann wirklich stur sein. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Dein Vater nimmt nun mal kein Blatt vor den Mund. Das respektiere ich. Der Handwerker Chio hat uns verraten, dass eine gewisse Tochter ihrem Vater ganz schön graue Haare beschert. Oh, meint ihr wirklich? Aber deshalb kann Papa doch unwirklich so wütend werden. Naja, als Keda den Baumweiser benannt hat, sind Worte wie mürrisch und stur gefallen, oder? Ja, das habe ich wohl gesagt. Aber so wie er sich euch gegenüber verhalten hat, war er mehr als nur mürrisch. Ob es nicht vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Mattus Oresco ins Visier genommen hat? Keda, was soll ich nur tun? Ich bin auch noch lange nicht damit fertig, mich zu verbessern. Du wirst nach Hause gehen, nehme ich an. Ich wüsste nicht, warum du nicht heimkehren und diesen Leuten hier helfen solltest. Du hast nichts dagegen? Das ist so lieb von dir, Keda. Du bist echt die Beste. Also gut, ich sehe euch dann alle daheim in Oresco. Das war ein weiter Weg von hier bis nach Oresco. Aber wir haben ja Schnellreise. So, Weiser. Und wenn ihr mir noch so sehr auf die Nerven geht, ich werde meine Meinung nicht ändern. Verzieht euch endlich. Gut, wenn das dein Wunsch ist. Litter, was um alles in Irest? Ich habe gehört, dass du dir Sorgen um mich machst, also hier bin ich. Geht's dir denn gut, Papa? Jupp, dir? Mir geht es großartig und das habe ich nur Keda in diesen und diesen lieben Leutchen hier zu verdanken. Diesem Trupp? Ich schulde ihnen mein Leben, Papa. Sie haben mir aus der Patsche geholfen und mir den rechten Weg gewiesen. Sag bloß! Sie haben mir auch gesagt, dass Oresco böse in Schwierigkeiten steckt. Und ich dachte mir, naja, für dich sind deine Bauwerke sowas wie eigene Kinder. Es muss schwer für dich gewesen sein, mitzuerleben, wie man deinen Kindern vor deinen Augen Leid zufügt. Du kennst deinen Vater gut, Kleines. Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, dann nun lieber nicht. Sonst erwürge ich noch jemanden. Entweder den, der das getan hat, oder mich, der dabei tatenlos zusah. Aber jetzt kannst du was tun, Papa. Nutz deine Fähigkeiten, um den Leuten zu helfen und alles gerade zu biegen. Bitte vergib mir, dass ich nicht bei dir war, als du mich am meisten gebraucht hast. Schon okay, Kleines. Nun, was euren Schutzbunker angeht, mit den richtigen Materialien ließ sich der Keller des Gasthauses verstärken. Soll das etwa heißen, du hilfst uns? Na, ich werde doch nicht den Leuten vor den Kopf stoßen, die meine kleine Tochter gerettet haben. Oh, Papa, tausend Dank. Das nenne ich mal einen Sinneswandel.
Ist doch irgendwie faszinierend, wie Menschen sich ändern können. Hört mal alle her. Papa sagt, wir brauchen Muskelzweige, Bismutplatten, Rätselbaumholz und, Hirschholz und Stalaminat. Wir benötigen von jedem dieser Materialien eine bestimmte Anzahl. Und zwar jede Menge, wenn der Schutzbunker auch richtig stabil werden soll. Papa hat gesagt, wir sollen die Sachen ins Gasthaus bringen. Er will dort schon mal ein erstes Konzept entwerfen. Keine Bange, wir werden die nötigen Materialien ruckzuck beisammen haben. Ich werde mich auch nützlich machen und ein paar Leute fragen, ob sie uns beim Bau zur Hand gehen wollen. Adam, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Dennoch danke ich euch, dass ihr meiner Tochter geholfen habt. Ich helfe euch nur, weil ich in eurer Schuld stehe. Wir haben zu danken und deine Meinung über mich nehme ich dir auch nicht übel. Danke für deine Hilfe, Weiser. Okay, Materialien? Achso, okay, sowas ist es ja, das ist kein Problem. Achso, ja, nach unten muss ich. Genau, das mache ich, glaube ich, noch in dem Part, diese Quest. Also ich denke mal, dass ich da genügend habe, um auf 100 zu kommen. Weil ich habe bestimmt wieder von irgendeinem halt 30 Stück oder so und dann reicht es bestimmt locker. Ja, oder auch nicht. Achso, ich muss das zusammenstellen, okay. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Ja, da habe ich nicht so viel. Wie viel gibt es? Hoffentlich viel? Ja, easy. So, zack. Das sollte genügen, auch wenn ihr mir nur dieselben Materialien gebracht habt. Nun, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Sieht aus, als würden hier gleich die Späne fliegen. Tut mir echt leid, Fred, aber für deine Gäste wird es hier in nächster Zeit recht ungemütlich werden. Zerbrich dir darüber mal keinen Kopf, Weiser, und konzentriere dich ganz auf deine Arbeit. Du hilfst uns schließlich. Ich werde draußen ein Schild anbringen und die Leute wissen lassen, dass wir vorübergehend geschlossen haben. Danke, Fred. Das macht meine Arbeit einfacher. Ich werde dir auch helfen, Papa. Kann ich da auch rein? Öffnet und schließt sich. Passt. Juhu, Papa, du bist spitze. Das ist also unser neuer Schutzbunker. Unglaublich, ist Thürix die Tür, die Moroma je gesehen hat. Hält selbst Amastampede aus. Thürix, wieso überzeugst du dich nicht selbst davon? Los, hau kräftig dagegen. Soll Moromo wirklich? Wie hart soll Moromo denn gegen Tür kloppen? Halt, stopp. Das ist eine Tür und kein Zahnsack. Alles in Ordnung. Du wirkst müde. Nein, ich habe nur gerade nachgedacht. In letzter Zeit schien alles den Bach runter zu gehen. Ich fing langsam an, die Hoffnung zu verlieren. Aber sie selbst. Manchmal erweist sich Hoffnung als gerechtfertigt. Man muss nur an ihr festhalten. Wir sind ein zähes Völkchen, egal wie mies es auch aussieht. Wir geben nicht einfach auf. So läuft das hier in Torna. Deswegen solltet ihr auch nicht alles alleine schultern, hört ihr? Wir helfen euch, wo wir nur können. Es sind keine hilflosen Jungporn, die beschützt werden müssen. Wollen auch selbst Kampfgeist beweisen. Und mit diesem Bunker als Rückzugsort für den Notfall können wir jetzt besser denn je für unser Land kämpfen. Entschuldigt die Störung, aber Weiser würde gern den Bau eines weiteren Schutzbunkers besprechen. Schon? Aber wir haben doch gerade erst diesen hier gebaut. Nu, aller guten Dingsdongs sind zwei. Moromo geht am besten gleich noch Spenden sammeln für Baukosten. Sieht aus, als gäbe es noch jede Menge zu tun. Jin, Haze, habt ihr einen kurzen Moment Zeit? Was ist denn los? Das ist jetzt nur so eine Idee, aber was haltet ihr davon, wenn... Naja, wenn der Krieg vorbei ist, könnten wir doch ein Haus bauen. Wir alle gemeinsam. Oh, ein Haus? Ich will anderen helfen, so wie ihr mir geholfen habt. Aber mir fiel einfach nicht ein, wie ich das anstellen könnte. Da kam mir die Idee, ein Haus für Kriegsweisen zu bauen. Ihnen ein neues Zuhause zu bieten. Womöglich haltet ihr mich jetzt für übergeschnappt. Ganz im Gegenteil, Herrin. Das ist eine wundervolle Idee. Denke ich auch. Allerdings könnte sich dieses Vorhaben als ziemlich kostspielig erweisen, bei so vielen Betroffenen. Stimmt, wir brauchen nicht nur Gold für den Bau, sondern auch einen steten Zufluss an Unterstützungsgeldern. Selbst wenn dein Plan nicht aufgehen sollte, hast du zumindest ein klares Ziel, das dich motivieren wird. Jin hat recht. Ach Herrin, wäre es nicht schön, Teil einer so großen Familie zu sein? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Oh Mann, am liebsten würde ich sofort mit dem Bau beginnen. Danke, dass ihr zwei mir zugehört und mich nicht ausgedacht habt. Wir würden niemals über deine Träume lachen, Laura. Wenn wir all das hier durchgestanden haben, weihen wir Adam in eure Pläne ein, Herrin. Er wird uns sicher helfen. Tolle Idee. Lasst uns also mit allen Kräften Torna schützen und dafür sorgen, dass dieser Traum auch Realität wird. Oh. Hat das wirklich noch eine Bedeutung? Können wir das wirklich bauen, das Haus? Aber erstmal haben wir die abgeschlossen. So, zwei kommen wieder dazu. Okay. You have my thanks.
Oh, that's so sweet. So, 17 Personen fehlen noch. Also schätze ich mal noch 8, 9 Quests oder sowas, weil es kamen jetzt eigentlich fast immer gleich 2 dazu. Sogar 3 manchmal. Ich meine, es gibt ja aktuell nur noch 3 Quests, die ich überhaupt machen kann. Auch keines meines mehr, weil den einen habe ich schon abgegrast. Und ich glaube, es gibt auch keine anderen neuen Quests mehr, die ich annehmen kann. Aber es kann natürlich sein, und wird wahrscheinlich auch so sein, dass, wenn ich jetzt Quests mache, dass halt dann noch eine Fortsetzungsquest davon quasi kommt und dann halt noch neue freigespielt werden. Zwar nicht mehr durch die Rangerhöhung, aber halt einfach so, weil es halt manche Quests gibt, die man in einer gewissen Reihenfolge machen muss und weil ich halt zuerst noch irgendwelche anderen machen muss, damit dann wieder eine neue kommt, schätze ich mal. Weil ich glaube nicht, dass mit den 3 das dann schon getan ist, die ich jetzt noch habe. Aber gut. Dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Torna. Chin kommt auch noch. Wo war denn Chin jetzt? Torna the Golden Country. Beim nächsten Mal, ja, ich denke, mehr Nebenquests. Was denn auch sonst. Aber jetzt fehlen wirklich nicht mehr so viele. Ich kann aktuell eh nur noch 3 machen. Aber auch darüber hinaus fehlen nicht mehr viele. Ich schätze eben 8 oder 9 Quests oder sowas noch. Und dann haben wir es. Also jetzt ist wirklich schon das Licht am Ende vom Tunnel sogar halbwegs klar zu erkennen. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.